das hier erstmal. Okay, Leute, ich lege ihn jetzt hier rein, ja? So, zack. Alles leuchtet. Es wird hell. Ich kann es nehmen. Zack. Und jetzt lege ich es an. Brille der Enthüllung. Und dam. Tatam. Tatam. Taratatam. Wir haben die Brille der Enthüllung. Und jetzt enthülle ich dich, du kleines Schwein. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur 8. Folge Minecraft Delta. Wir gehen auf den Server rauf und der Server wird gestartet. Bitte nochmal verbinden. Okay. Okay. Dann verbinde ich mich nochmal. Hallo? Jetzt bin ich hier oben und es ist Nacht. Das bedeutet, oh mein Gott, wo sind wir? Wo sind wir? Wo waren wir letzte Folge? Ach, hier ganz in der Nähe. Ja, dann. Kann ich mich ja schön in mein Bett legen hier. Oh, geil. So, jetzt legen wir uns erstmal in unser Bett. Und dann ist es Tag. So, gut. Die Zeit habe ich im Überblick. Das passt dann mal perfekt. Dann würde ich sagen, in der Zwischenzeit, wo wir unsere letzte Energiequelle suchen, können wir mal hier das, wo haben wir es denn? Hier. Nee. Das Eisen. Ja, schmelzen wir mal das Eisen. Ja, schmelzen wir mal das Eisenerz ein. Und wie gesagt, brauchen wir noch eine Quelle. Die haben wir letztes Mal gelootet. Und ja, da waren wir dann auf der Suche nach einem, denn uns fehlt ja nur noch eins. Okay. Ist das für eine coole Blume? Okay, hier kann also nichts gescannt werden. Ja, also wir haben ja letzte Folge extremst lange danach gesucht. Und ich weiß nicht, wo ich noch überall suchen soll. Aber ich glaube, ich gehe jetzt auf den Berg hier hoch. Oder darüber. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl, dass da irgendwas ist. Was mir eventuell hilft. Da ist eins. Aber das hatten wir, denke ich, schon. Und ich glaube, das ist auch das, was wir nicht brauchen. Genau, das hatten wir schon. Hä? Oh mein Gott. Kann man hier irgendwas machen? Okay, wir haben das auf jeden Fall mal reforged. Aber, ich meine, beziehungsweise entdeckt. Aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt irgendwas gebracht hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da oben auf diesem Berg eines ist. Irgendwie ja schon. Vielleicht hier irgendwo. Vielleicht habe ich auch irgendwo mal eins übersehen. Das kann natürlich auch locker sein. Aber ich habe einfach... Ich weiß es nicht. Aber das ist auch nicht so einfach. Hier. Irgendwo vielleicht. Hier vielleicht. Hallo? Nee, aber dafür haben wir hier ein paar Ores, die wir da nehmen können. Und zwar Bernstein. Okay, das geht noch nicht. Dann gucken wir mal hier. Aluminium geht auch noch nicht. Das haben wir vorhin ja schon versucht. Das brauchen wir gar nicht nochmal zu versuchen. Marble könnten wir mal versuchen. Oh, Marble funktioniert. Okay, okay. Aber dieser Baum, oha, der ist ja auch so ultra schön. So ein ultra hübscher und schöner Baum. Vor allem die Farben von dem finde ich so episch. Hier ist doch, hier muss doch irgendwo eins sein. Das ist doch, ich finde das nicht mehr normal. Also ich muss sagen, das ist nicht mehr normal. So, wenn ich jetzt wieder in die Richtung gehe, werde ich bestimmt welche finden, aber ich werde höchstwahrscheinlich sterben und dann ist mein Stab weg. Aber, naja, wenn man alles hier immer nur so ohne Risiko machen möchte, kommt man wahrscheinlich nie weiter. Da unten hat auch jemand gebaut. Er hat aus... Okay. Er hat aus Bambus gebaut. Okay, das kann ich nicht erforschen. Okay, wer ist hier? Wer wohnt hier? Hallo? Ah, man kann sich also auch wieder so eine Handwerkstation bauen, okay. Wie ein Hexit. Okay, da hat schon jemand mit Dings angefangen. Mit, wie heißt das nochmal? Tinker's Construct? Naja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ich bin leider noch nicht so weit, aber dafür haben wir schon ein paar Sachen für die Magie, die auch nicht schlecht sind, ja? Ich meine, vielleicht bekommen wir ja heute schon die Brille. Das wäre mega nice. Dann müssten wir ja nicht ständig da so rumlaufen und Kacke machen. Das da oben. Beehive. Nee, ging auch noch nicht. Beziehungsweise geht auch noch nicht. So, das nehmen wir uns natürlich mit, das Zuckerrohr. Hier ist Obsidian. Okay. Man muss echt aufpassen, dass man hier. Oh, hier ist eins. What the fuck? Das sind Pechs. Ich habe Angst vor den Pechs. Hier ist eins. Und Leute, wenn das jetzt unser Ding ist. Oh mein Gott, das ist das Letzte. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so richtig. Ja. Ja. Und jetzt reforge wir es noch. Oh mein Gott, guck dir mal an, was wir alles bekommen haben. So. Ey, komm her, du Scheißwanderer. Er ist tot. Oh mein Gott, was hat er alles? Oh! Oh mein Gott, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. What the fuck, was sind das denn für Viecher? Junge. What the fuck, er schießt. Er schießt mega die Kanonen. Was geht mit ihm ab? Oh mein Gott, hier sind die OP-Dinger. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Die wollen mich töten. Die wollen mich ernsthaft töten. Ich habe doch nur einen Freund angestupst. Das ist mir aus Versehen passiert. Das wollte ich gar nicht. Ach, Kacke. Okay, Leute. Ich glaube, hier waren wir. Hier glaube ich zumindest, dass wir irgendwie waren. Aber wir haben nie einen Fluss überquert. Ach, da vorne. Ja, gut. Ich wäre jetzt schon wieder falsch gerannt, ne? Ich wäre jetzt schon wieder wo ganz anders hingelaufen, wo wir eigentlich gar nicht hin müssen. Alter, ich dachte, er hat mich gerade vergiftet. So dass ich überhaupt, dass ich jetzt gestorben wäre, habe ich mir zumindest gedacht. Ist aber nicht passiert. Aber Leute, jetzt können wir uns endlich diese Brille machen und dann haben wir eine erstens sehr, sehr schicke Brille und wir können damit dann immer alles sehen, immer schön alles scannen. Ja, einfach so ein Multikulti-Superteil. Ja, ist einfach ein Multikulti-Superteil. Das macht mich richtig happy. Und deswegen, if you're happy and you know it, clap your hands. Ich glaube, ich müsste da mal rüber. Ich glaube, dass es hier lang geht. Ja, hier geht's lang. Perfekt. Ich nehme das Teil jetzt trotzdem noch in die Hand, weil es ja trotzdem sein kann, dass hier noch irgendwo eins ist, das ich übersehen habe. Und dann lohnt es sich, das natürlich auch noch zu holen. Auch wenn mein Zauberstab jetzt schon voll ist und ich da jetzt nichts mehr machen kann. So. Okay. Aber ich meine, er ist jetzt mit 25 bei allen voll gefüllt. Das bedeutet, er hat. Aua. Das bedeutet, er hat nur 5 und er verbraucht nur 5. Das bedeutet, er hätte eine etwas längere Aufladung. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Das finde ich echt nicht schlecht. Und dann werde ich vielleicht danach mal gucken, ob es da vielleicht. Und zwar habe ich da gesehen, da gibt es solche Boots, da kann man schneller rennen. Die heißen Boots of the Traveler. Die versuche ich dann natürlich auch irgendwie noch zu erlernen, zu reforgen, zu studieren oder sonstiges. So, das hatten wir. Das sollte eigentlich dann despawnen. Finde ich besser, wenn es despawnen würde. Dann wäre das nicht so kacke. So. Jetzt esse ich das hier erstmal. Okay, Leute, ich lege ihn jetzt hier rein, ja? So, zack, alles leuchtet. Es wird hell. Ich kann es nehmen. Zack. Und jetzt lege ich es an. Brille der Enthüllung. Und dam. Tatam. Tatam. Taratatam. Wir haben die Brille der Enthüllung. Und jetzt enthülle ich dich, du kleines Schwein. Moment, ich werde gerade angerufen. Von meiner Mama. Moment, ich gehe mal ganz kurz ran. Hallo? Hallo? Okay. Gut, Leute. Ich wurde gerade angerufen, weil ich was tun muss. Und was ganz wichtig ist. Moment. Ah, seht ihr? Wenn ich die Brille jetzt nicht aufgehabt hätte, so unsichtbar. Jetzt habe ich die Brille auf, dann sehe ich die immer so. Und jetzt gucke ich mal. Kann ich die irgendwie dann vielleicht. Nee, da brauche ich schon das Teil hier noch. Aber ich sehe die Sachen einfach damit besser, dass dann. Natürlich sehr cool, das bedeutet, das nehme ich dann trotzdem immer mit. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns nach einem kurzen, kleinen Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Cut. Sehen wir uns wieder. Also bis dann.
Oh Leute, da sind wir auch schon wieder. Und okay, der Server wird gestartet. Dann schaue ich jetzt nochmal drauf. Oh, da waren wir in der letzten Folge, beziehungsweise im letzten Teil. Das ist ja alles noch eine Folge. Und zwar habe ich jetzt noch was ganz Wichtiges vor. Und zwar, ich möchte... Moment, habe ich das Taumo... Das Taumo-Dingsbums. Hier, Taumonomikum. Und ich möchte verzauberter Stoff. Samtig und stylisch. Es hat nicht genügend Aspekte. Gut, Leute, dann werde ich jetzt hier noch ein paar Aspekte erforschen. So, hier Liste of Aspects. Und zwar gehen wir jetzt alle durch, damit wir da jetzt mehr ein bisschen mehr erforschen können. So, und zwar haben wir, glaube ich, schon. Eis haben wir schon, also Gelum. Gelum müssten wir normalerweise schon haben. Aber ich versuche es einfach mal, Wasser plus das zu kombinieren. Ne, jetzt haben wir Gelum. Dann Lux haben wir. Motus haben wir noch nicht. Da brauchen wir dann zweimal das hier. Oh doch, Motus hatten wir, glaube ich, schon. Oder? Oh ne, falsch. Das und das wird benötigt. Oder? Haben wir schon Motus? Nee. Wir haben doch noch keinen Motus. Ah, jetzt haben wir Motus. Gut, dann brauchen wir noch Potentia. Das haben wir schon. Saxum. Das haben wir schon. Vacus. Ist das hier? Haben wir schon. Victus. Das haben wir auch schon. Also vom Tier 1 haben wir alle. Dann brauchen wir Bestia. Das geht so. Perfekt. Dann machen wir uns noch hier Fames. Dann machen wir uns Granum. Ne, Granum haben wir schon entdeckt. Dann machen wir noch Iter. Das brauchen wir, indem wir so eins und so eins kombinieren. Ups, das muss raus. So eins und so eins kombinieren. Perfekt. Dann brauchen wir noch ein Limus. Moment, wie macht man nochmal schnell einen Victus? Das macht man... Aua. Danke jetzt, dass ich wegen dir brenne, du Scheiß-Zombie. Boah, Leute. Was ist hier nur los? Gut. Dann brauchen wir noch ein Volatus. Das macht man mit dem und dem. Haben wir jetzt einen Volatus? Ja, jetzt haben wir einen Volatus. Gut. Dann machen wir uns, würde ich sagen, erstmal die Boots of the Traveler. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie man die macht. Und zwar muss ich hier ins Taumonomikum gehen. Nee. Hier, samtig und stylisch. Das bedeutet, was bräuchte ich denn hier generell? Da muss ich jetzt kurz gucken, was hier steht. Und zwar hier steht... Was braucht man denn dafür? Man muss... The Boost with Damage for Breaking. Okay. Damit kann man nämlich viel schneller rennen. Die sind nämlich ziemlich cool. Aber ich brauche dann sowieso noch mehr Aspekte. Das heißt, wir machen da jetzt einfach weiter bei den Aspekten und machen, würde ich sagen, weiter mit Limus, denn irgendwann müssen wir das hier frei haben. Man braucht genau zwei und Brizantio haben wir. Das andere fehlt uns noch. Da müssen wir noch gucken, welches das sein kann. Gut, dann machen wir weiter mit... Das haben wir, Iter, dann brauchen wir jetzt Limus. Limus machen wir aus Victus und Victus haben wir keins mehr. Das bedeutet, wir müssen Wasser und Erde kombinieren. So, jetzt haben wir ein bisschen Victus. Und dann können wir uns jetzt Limus machen aus das und das. Das ist Limus. Dann Metallum. Das hier und das hier. Perfekt. Dann Mortus macht man aus. Das haben wir. Mortus haben wir. Permutatio fehlt uns noch. Denn Precantio haben wir ja. So, Permutatio machen wir aus. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Aus Motus. Motus haben wir keins mehr. Gut. Dann nehmen wir ein Petitio plus das hier. Das müsste auch gehen. Nein, das geht nicht. Das bedeutet, ich brauche
Motus. Und Motus mache ich ja, Moment, da muss ich nochmal kurz nachgucken. Motus mache ich ja aus dem und dem. Dann machen wir noch ein paar Motus. Oh, Kacke, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Nee, ich habe nur ein paar Motus gemacht, oder? Motus? Habe ich keinen Motus gemacht, hä? Okay, ich nehme einfach mal das hier und Wasser. Das müsste auch gehen für Motus. Ah, jetzt! Jetzt bekomme ich wieder ein bisschen Motus. Keine Ahnung, woran das lag, dass es jetzt nicht ging. So. Gut. Wo waren wir denn jetzt? Motus haben wir gebraucht, also waren wir hier. Gut, dann nehmen wir Motus und das hier. Dann haben wir jetzt Permutatio. Das könnt ihr alles hier unten übrigens sehen. Brecantio haben wir. Jetzt gucken wir nach, ob wir das schon haben. Nein, haben wir noch nicht. Das dauert wohl noch ein bisschen. Gut, dann haben wir hier Brecantio. Das haben wir. Dann fehlt uns noch Sano. Sano macht man aus... zweimal dem hier. Moment, ich mache eben mein Fenster zu, sonst ist es hier so laut und wir gerade ständig die Autos. So. Das haben wir jetzt. Sano. Dann fehlt uns noch Tempest. Das macht man aus... Moment. Das macht man aus dem und dem. Dann Tenabre aus der Kerze und dem. Perfekt. Und dann Vinculum macht man dann hier aus Motus und Perdetio. Vitreus macht man, ich denke mal, ja, genau, mit Wasser und Saxum. Perfekt, wir haben schon so viel. So Vinculum, nee, haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht? Vitreus haben wir jetzt. Ah, Kacke. Ich brauche Vinculum und nicht Vitreus. Aber Vinculum, glaube ich, habe ich jetzt. Moment, das sieht anders aus. Das sieht... wo sehe ich das? Ach, hier. Tenebre. Vinculum. Okay. Vitreus habe ich auch. Dann brauche ich jetzt noch ein Tempus. Ein Tempus macht man... aus Vakus. Und Vakus haben wir keins mehr. Das brauchen wir jetzt aber. Und das macht man, wie gesagt, aus dem da und dem da. Dann mache ich mir eben zwei. Dann können wir weitermachen mit dem hier. Und zwar brauchen wir hier das und das. Nein! Das ist auch wieder falsch. Das ist ja Vakus. Haben wir das vielleicht schon? Ordo und Vakus. Ordo und Vakus. Verstehe ich da nicht, warum das nicht geht. Vielleicht haben wir das ja schon entdeckt. Das ist so eine Sanduhr. Nein. Noch nicht. Okay, dann müssen wir nochmal neue Vakus machen. Und das macht man ja aus dem. Und dem. Oh, nee, nee, nee. Und weg damit. Und dem. Ich mache jetzt einfach mal drei. Dann brauchen wir wieder das hier und das hier. Das muss eigentlich passen. Normalerweise müsste das gehen. Vielleicht dauert das ein... Wir haben das wahrscheinlich irgendwo. Nur ich sehe es nicht. Das ist nämlich so eine Uhr. Gut, dann lassen wir das einfach mal aus. Okay. Dann brauchen wir... Ist das schon das Tier? Okay, da gibt es noch einiges. Dann würde ich sagen, mache ich weiter mit dem Tier 3. Da brauche ich nochmal Vakus. Oh Mann. Also, was haben wir da gesagt? Brauchen wir da? Wir brauchen einmal das hier und einmal das hier.
So. Dann machen wir uns hier ein Vakuus mit einem Tenabre. Okay, genau. Jetzt haben wir Alienis. Dann Auram haben wir. Corpus brauchen wir. Das bedeutet, wir benutzen den Wolf mit dem Totenkopf. Hier. Dann brauchen wir noch ein Motus mit dem Totenkopf. Hier, Motus. Dann brauchen wir noch ein Herz für die Welt. Aber da haben wir, glaube ich, keins mehr. Oder doch, hier haben wir noch ein Herz für die Welt. Und ein... Und ein... Und ein Terra. Hä? Hatten wir das schon? Ach, Herber hatten wir schon. Gut, dann brauchen wir Spiritus, das haben wir ebenfalls schon. Dann Venenum, das macht man aus dem Mortus und dem Wasser. Aber wir haben kein Mortus mehr. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie man das Mortus macht. Mortus. Genau. Gut, dann brauchen wir aber dafür Victus. Und Victus machen wir jetzt ein paar mehr. Und zwar mit Water. Mit Aqua. Victus. Okay, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Dann gehen wir runter und machen uns ein bisschen Mortus. Da brauchen wir dann das schöne Herz. Und ein... hier. Und ein Petitio. Jetzt haben wir wieder zwei Mortus. Perfekt. Und dass das jetzt funktioniert, das haben wir. Brauchen wir ein Wasser und ein Mortus. Also ein Wasser und ein Mortus. Gut, und jetzt fehlt uns noch ein Zauberstab mit einem Petitio. Perfekt! Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt schon funktioniert hier. Noch immer nicht. Uns fehlt noch immer was. Ich gehe mal schnell schlafen. Sonst ist das... Oh. Jetzt haben wir aber wenigstens schon Tier 1, Tier 2 und Tier 3 erforscht. Das bedeutet, jetzt fehlt uns nur noch Tier 4, 5 und 6 und Tier 7. Und das ist jetzt aber nicht mehr so viel. Zum Beispiel hier in Tier 4 sind nur 3 Symbole. Eins davon haben wir schon. Arbor haben wir, glaube ich, auch schon. Hier, Arbor ist das mit dem Baum. Das haben wir. Cognito ist das Gehirn. Das fehlt uns noch. Das bedeutet, wir brauchen einen so einen Geist. Einen Spiritus und einen Tree. Hier, ein Terra. Und ein Sensus haben wir ebenfalls schon. Das bedeutet, jetzt sind wir bei Tier 5. Da ist nur eines. Da brauchen wir ein so ein Gehirn. Hier ist ein Gehirn. Und da zu einem Gehirn brauchen wir ein Wolf. Perfekt, Humanus. Und jetzt, Leute, brauchen wir... Hier gibt es 4 Sachen. Hier kann ich machen ein Humanus. Wo sind jetzt die Menschen? Hey! Hier, ein Humanus mit einem Metallum. Das geht nicht. Dann versuche ich es mal mit dem da. Moment, wo war es jetzt? Metallum ist das, ne? Metallum. Wieso geht das manchmal nicht? Manchmal geht das nicht. Ich versuche es mal mit Ordo. Ah, mit Ordo hat es funktioniert. Okay. Dann brauchen wir das hier noch mit dem da für Lucrum. Perfekt. Und dann fehlt uns aber jetzt nochmal so ein Humanus. Das heißt, wir brauchen noch einen Wolf und ein Gehirn. So. Dann nehmen wir das Humanus mit einem Herber für die Messis. Yeah! Oh, da brauchen wir jetzt aber noch 1, 2, 3 Mal den Humanus. Das bedeutet... Wir müssen noch ganz kurz noch einen Wolf und 2 Gehirne craften.
Hier haben wir noch so einen Ghost. Haben wir noch einen Geist? Ja, wir haben noch einen Geist. Nehme ich mal einfach zwei. Und wo haben wir hier? Das hier. Ups. So. Gut, dann haben wir hier jetzt zwei. Dann haben wir Cognito. Und dann brauchen wir noch einen Wolf. Und den Wolf machen wir wie folgt. Da brauchen wir denn noch ein... Genau, ein Motus mit einem Herz. Ein Motus mit einem Herz. Hier haben wir ein Herz. Und hier haben wir ein Motus. Dann haben wir jetzt... So, perfekt. Und jetzt fehlt uns noch hier der... Der... Genau, da brauchen wir jetzt das Gehirn. Das Gehirn mit dem Wolf. Und dann haben wir einen Humanus. Und jetzt sind wir ja gerade bei... bei Perfidio. So, da brauchen wir ein... Sowas und einen sowas. Upsala. Hier so ein Saxum. Gut, das craften wir jetzt mal zusammen. Dann müssten wir normalerweise ein Perfodio bekommen. Gut, jetzt haben wir ein Perfodio bekommen. Perfekt. Und jetzt haben wir das letzte Tierset. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen drin. Und ich weiß nicht, welches wir da brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen das Tutamin. Und ich, Idiot, habe das jetzt noch nicht. So. Das hier. Instrumentum. Woher bekommt man ein Instrumentum? Das haben wir ja jetzt. Instrumentum und Ding, das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Wir brauchen nur ein Instrumentum und ein... Wo ist es denn? Wo haben wir es? Hier. Und jetzt, glaube ich, haben wir es. Nein, noch immer nicht. Panus. Ich glaube, wir brauchen ein Panus. Moment. Ja, wir brauchen aber davon 5 Stück. 5 Stück, das bedeutet, ich habe derzeit von Panus nur 4 so viel, ne? Ich habe nicht so viel. Ich habe nur 4 Stück, 5 Stück bräuchte ich. Das bedeutet, ich muss nachher noch einen Wolf machen und ein Instrumentum. Wie gesagt, macht man ein Instrumentum aus einem Humanus und einem Eisen oder ein Humanus und einem, hier, einem Ordo. Und ein Humanus macht man, wie gesagt, aus einem Wolf und einem Gehirn. Das haben wir beides jetzt nicht mehr. Das bedeutet, wir machen uns jetzt noch hier ganz, ganz fix und flott ein Gehirn. Hier. Zack, zack, am besten gleich 2. Und dann machen wir uns da oben noch einen Wolf. Hier. Da brauchen wir wieder Motus. Und wo haben wir es denn? Hier. Das hier. Jetzt haben wir einen Wolf. Das bedeutet, wir brauchen einen Wolf und ein Gehirn. Da müsste normalerweise ein Humanus rauskommen. Genau. Und mit dem Humanus und dem und den hier können wir uns jetzt ein Instrumentum machen. Hier. Und mit dem Instrumentum und einem, wo haben wir es jetzt hier, einem Wolf noch einmal. Also das heißt, wir bräuchten jetzt noch einen Wolf. Dann hätten wir die Sachen, hier, eine Bestia, noch ein Motus und noch ein Herz. Das haben wir aber beides nicht mehr. Das heißt, wir machen uns noch schnell ein Victus. Das ist ja ganz einfach hier mit dem. Upsala. Jetzt haben wir einen Victus und dann brauchen wir noch einen Motus. Und einen Motus macht man sich ja aus dem hier und einem... Ah ja. War schon? Vielleicht mit Wasser? Okay, jetzt hat es funktioniert. Jetzt haben wir dann einen Motus und einen Victus. Jetzt haben wir einen Wolf. Perfekt, dann haben wir einen Wolf und ein Gehirn. Normalerweise sollte man das haben. Und dann können wir das machen. Ja, ja. Genau. Oder? Haben wir das jetzt richtig gemacht? Ich hoffe es einfach mal. Ein
Dann ein Humanus brauchen wir ja. Ich hoff's. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verschwendet. Und dann benutze ich einfach mal ein Humanus mit einem Ordo. Okay. Nee, falsch. Ach, jetzt habe ich es verschwendet. Ein Wolf brauche ich. Ich glaube, ich raste gleich richtig aus. Ich brauche einen Wolf, ganz einfach. Nur einen Wolf. Das heißt, jetzt muss ich mir schon wieder einen Motus machen. Und so ein Herz auch. Mann, Leute, jetzt haben wir auch kein Aqua mehr. Und ein Aqua, wie macht man sich ein Aqua? Oh, das müssen wir wieder scannen. Aber ich habe eine Idee, wie wir das scannen. Und zwar nehmen wir uns hier ein Water Bucket. Hier. Holen wir uns hier oben Wasser. Das ist ja eh eine unendliche Quelle. Schmeißen das hier hin. So, und jetzt haben wir wieder was bekommen, Leute. Perfekt. Das macht man aus dem und dem hier. Gut, perfekt. Dann haben wir eben, wie gesagt, ein Victus. Und ein Motus macht man ja aus dem und einem Wasser auch. Aus dem und einem Wasser. Wo haben wir jetzt das Wasser? Jetzt haben wir es nicht mehr. Haben wir jetzt kein Wasser mehr? Ach, hier. Perfekt. Und dann macht man sich ein Bestia aus dem Motus. Haben wir jetzt keinen Motus bekommen? Normalerweise mit Wasser und dem hätten wir einen Motus bekommen müssen. So, jetzt. Ein Motus und ein Victus ergeben eine Bestia. Und die Bestia mit... Moment. Eine Bestia mit dem Schaufelgerät hier ergibt dann eine Bandage. Und mit dieser Bandage haben wir jetzt 5. Jetzt fehlt uns nur noch eins. Und zwar das Bredcantio. Und das können wir uns ganz leicht machen. Und dazu fehlt uns einfach nur das hier. Und das hier. Und davon haben wir welches? 1, 2. Okay, 2 haben wir wenigstens schon mal. Und jetzt müssten wir 5 haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier draufklicke. Ja, jetzt haben wir das gelernt. Ah, und dann können wir uns jetzt so einen verzauberten Stoff machen, oder wie? Und wenn wir den dann gemacht haben, da brauchen wir 4 Fäden und eine Wolle. Dann machen wir das mal. Okay, 4 Fäden haben wir bestimmt. Vor allem jetzt nach meinem harten Kampf. 3 Fäden habe ich hier. Hier habe ich sicher auch noch einen dabei. Nein, hier habe ich keinen. Habe ich hier einen? Das kann es jetzt nicht sein, Leute. Scheitert es jetzt ernsthaft an diesem einen Faden? Nee, oder? An dem einen Faden? Gut, Leute. Die Folge ist schon wieder übelst zu lange. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da machen wir dann einen verzauberten Stoff. Dazu brauchen wir nur ein Wolle. Ich würde sagen, das legen wir einfach schon mal rein. Ein Wollestückchen hier. Das nehmen wir. Legen das Wollestückchen hier rein. Machen schon mal so. Eins fehlt uns dann noch, liebe Leute. Und wisst ihr was? Dann haben wir auch schon ein super, super, super tolles Teil, denn dann können wir uns die Traveling Boots machen und dann können wir die ganze Welt erforschen und unser Baumhaus fertig bauen und alles super machen. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tut mir leid für die Überlänge. Bis dann, macht's gut. Ciao!